Kannst du schnell checken, muss gleich weg, Ding Dong, Ding Dong. Hey Peter, wie geht's? Oh, hey Quagmire, ich fahr mit der Familie gerade in Urlaub. Ah, schön. Warte kurz, ich häng hinter so einem Fettsack fest, der viel zu langsam fährt. Na los, du Arsch, fahr zu! Warte kurz, Quagmire, mich hat eben so ein Sack von hinten angehupt. Zeig ihm den Mittelfinger. Der Fettarsch hat mit dem Mittelfinger gezeigt. Schieb ihn dir in den Arsch, du Scheißer. Warte kurz, Quagmire, ich muss den Typen fertig machen. Und ich muss den Typen fertig machen. Ich ruf dich nach der Prügelei wieder an. Ja, ich auch. Viel Glück dabei. Dir auch. Oh, du bist betrunken. Okay, betrunken. Gib mir deine Schlüssel. Oh, und ich bin auch betrunken. Also gebe ich dir meine Schlüssel. Okay, jetzt können wir beide nach Hause fahren. Haben Sie was getrunken, Sir? Nein, Officer. Ich hatte nur ein Glas Essen zu meinem Wein. Okay, ich muss Sie bitten, auszusteigen und geradeaus zu laufen, Sir. Kommen Sie gut nach Hause, Sir. Es sind heute viele Verrückte unterwegs. Classic, Bro, classic. Joe, für einen Moment habe ich gedacht, ich krieg Ärger. Wissen Sie, was Sie gemacht haben, Süße? Sie waren zu sexy in der 50er-Zone. Darf ich mal Ihren Führerschein sehen? Was? Joe, was ist los mit dir? Ich bin's, Quagmire. Glenda Wedgmeyer. Tja, Sie wirken eigentlich ganz nüchtern auf mich, aber wenn Sie wollen, können Sie trotzdem mal blasen. Bist du krank oder was? Ich mach nur Spaß. Wie ich immer zu allen Frauen sage. Bro, classic. Bro, ich liebe Family Guy, what the fuck. Family Guy ist der Shit, Mann. Warum freut er sich am Ende? Was ist das? Dieser Filter soll wohl sagen, ob man Süßo ist. Heißt Dusen oder Kacken? Was? Oh, are you a psycho? Dieser Filter soll wohl sagen, ob man Süßo ist. Heißt Dusen oder kalt Dusen? Ich gehe lieber heiß Dusen. Easy. Ist mir angenehmer. Zuerst die Milch und dann die Cornflakes. Ja. Die das ist auch korrekt. Klapphen oder iPhone? iPhone. Bin lieber fürs iPhone. Mit auf der rechten Seite, ja, die Love Kids, die Hate Kids. Auf der rechten Seite, oh man, I love my mom. Nehmen wir das linke auf jeden Fall. Online shoppen oder Store shoppen. Ich gehe lieber selbst shoppen, privaten Geschäfte zu gucken. Ich bin lieber. Egal, online shoppen, viel geil. Obwohl, ist beides really doch cool. Ist beides really doch cool. I love dogs, I hate dogs. Oh, ich liebe Hunde, sind so süß aus. Nehmen wir das Reste, das Schaukel. Zuerst der. Bro, er denkt, es geht um die Schaukel, Bro. Nehmen wir das Reste, das Schaukel. Zuerst der Wasser und der Tee. Okay, also ich habe heute, das habe ich es andersrum gemacht, aber die richtige Reihenfolge ist erst der Teebeutel und dann das Wasser. Ist ja obvious, Digga. Es macht ja unfassbar krass Sinn. Weil dann kann man das heiße Wasser so genau auf den Teebeutel drauf machen, wenn es geht. Checkt ihr, was ich meine? Dass es dann so direkt einmal da durchfließt. Es macht gar keinen Sinn und es ist, glaube ich, auch scheißegal, wie man es macht. Aber Real Talk, so funktioniert's. Aber ich mache es auch manchmal andersrum. Heute habe ich es anders, also ich habe gerade einen Tee für Marsha gemacht, da habe ich es andersrum gemacht. Wann kommt aber das war auch so Multitasking. Okay, das ist jetzt ein heavy-ass Bonzen-Take. Aber ich habe halt auch diesen Wasserhahn, wo so direkt heißes Wasser rauskommt. Und ich habe das halt angemacht. Und in der Zeit, wo das aufgefüllt hat, habe ich schon den Teebeutel rausgenommen. Dadurch habe ich Zeit gespart, you know? So gehört sich das. Wow, mega. You tend to be a psycho. Wow, mega ist crazy, Digga. Wow, was mega hältst du ist von crazy. Dem Tick? Was ist das hier? Montag geht's weiter, Chat. Am Montag geht's weiter. Was hältst du von TikTok? Von dem TikTok? GTA Car Spotting Part 1. Karus, wann kommt? Ja, das ist Arsch. Danke, Bro. Wow, das ist süß. Wow. Digga, kennt ihr das, wenn ihr so über scrollt so TikTok durch und ihr denkt euch so, okay, alles klar, Bro, ich brauche eine Kuh als Haustier. So random ass Tiere, Digga, die so null Haustier sind, einfach so, ah, okay, alles klar, ich brauche einen Fuchs, Digga. Okay, Bruder, ich brauche einen Schwan zu Hause. Er ist einfach eine Legende. Wir bewerten jetzt Marken, mal sehen, was kommt. C und A, wow, kann man machen. Auf die 2. Digga, C und A auf die 2 ist crazy. Und du beschwerst dich über deinen Internet. Kriegt 1 auf die 9. Oh, New Yorker, Zendro, Oberhausen, immer Star, ihr wisst Bescheid, wie es läuft, auf die 1. Nike, ey, das ist ja voll mega nice, meine Sorten zu, immer Star. H&M, das kann man auch machen, das ist auch super, auf die 4. Sagt mir jetzt nichts aus, was das ist, kommt bei mir auf die 10. Shine, kann man machen, kommt auf jeden Fall auf die 7.
Gucci ist auch mega, auf die 5. Genuss kommt auf die 8. Genuss ist crazy, Bro. Genuss ist crazy. Sahara, okay, kann man auch machen, ist auch gut. Sahara, auf die 6. Digga. Wow. Ey, mein Christian Bauer, ey, the GOAT, the GOAT. Kennst du das hier schon? Nee, aber so ein Arsch. Wenn du mit deiner Bro, he got the... Er hat's euch gesehen. Das hab ich schon gesehen. Digga, herrlich, ey, herrlich. Kennst du schon den neuen Banger der Twitch-Rentner? Nee, aber ist immer noch Arsch. Es hilft dir das hier für GTA, hab ich für dich gemacht. Digga, das kostet 900k? Achso, es geht ja online. Ah, okay. Ich hab keine Ahnung, wie online funktioniert. Das werden wir safe auch nochmal irgendwann machen. Hey guys, I'm in Colombia and I just found the northern green anaconda. And she is huge, one of the heaviest snakes I've ever caught. Oh, das Ding I've been waiting a long time riesig. For this. Holy shit. Oop. Yoink. Bruder. Look at that big mouth. Oh my god. The northern green anaconda was recently reclassified as a new species. Digga. And this is the biggest species of snake in the world. What the Later fuck? That night I found this southern tamandua. He may be cute, but he's not playing. He can really mess you up with those claws. I still had to try to pet, but he wasn't about it. I'll leave you alone, buddy. That giant anaconda was only 15 feet 9 inches, so we're still after that 20-footer. Ooh, a spectacle came and boop. Who's a good little gecko? Oh, looky here, we got another one, yoink. But who cares about that? Check out this Magnolia River turtle peeing on my feet. You sure are cute, buddy. I yoinked this monster 6-foot spectacle came in. You sure are strong, buddy. Check out those front teeth. He uses those to catch fish. A very powerful crocodilian for their size. Not to mention all the capybaras out here. They're everywhere. Wow, die sind super. Die sind super. Selbst meine Mom hätte den Router neu gestartet. Aber shut the fuck up, Arschloch, right? Wait, was ist das, ein Game? You need to survive 30 days on a shipwreck. Sieht cool aus. Keine Ahnung, ob du nur TikToks ausgeschickt. Aber hier ist ein neues Video von dem geilen Channel, den wir schon öfter gesehen haben. Sieht cool aus. Ehrlich, sehr geil aus sogar, oder? 730 Days on Ship. Oder wirklich, das ist so krass. Ich verstehe, ich kann es nur, sorry, dass ich mich da, alles noch nicht draußen, aber ich kann mich da wirklich nur wiederholen. Ich verstehe es nicht, wie Leute dann zu wenig Games haben. Das ist verrückt. Das schockiert mich jedes Mal. Bruder, das ist crazy. POV, während Amokalam BBZ Mölln. So, willkommen zur Sitzung über Fortnite. Bro, what the fuck, Digga. Ich soll Thumbnail checken. Alright, wir müssen wieder 1000 Sachen auf einmal machen. Klassiker, ein ganz normaler Tag in der Pappeplatte GmbH. Geht eigentlich hart. Wir hatten überlegt, das hier als erstes GTA-Thumbnail zu nehmen. Alternativ hätten wir noch, warte, so roundabout sowas hier. Ich weiß nicht, ist ein bisschen simpler vielleicht. Not sure. Ich meine, checkt man, dass ich das bin, obwohl es klein ist dann? Wenn man zu streamen beginnen will, wie kann man am besten Viewer bekommen, deiner Meinung nach? Viel streamen, seinen Freunden Bescheid sagen, dass sie den Stream aufmachen. TikToks, das sind die Plays. Und sehr früh streamen, Bro. Denkt ihr, das erste ist aber wirklich auch so eins, wo ihr sagen würdet, das ist gut, oder würdet ihr einfach nur sagen, das ist besser als das zweite? Fuck, warte mal, das ist wichtig, Bro. Look at that. Ich will, dass diese GTA-Serie Erfolg hat. Wir gucken uns das ganz kurz mal an, wie das auf Would You Click aussieht. Oder warte, wir laden es direkt bei YouTube-Dings hoch. Ach, Digga. Mann, ich habe mir immer mal Adblock installiert. Eigentlich brauche ich keinen Adblock, aber ich habe mir Adblock installiert, weil es auf irgendeiner Seite letztens mega nervig war. Und jetzt blockiert das bei mir gefühlt jede verfickte Seite, Digga. Okay, ich hab's. Warte. Boom, boom. Boom, boom. Ah, es geht gleich los mit GTA, ne? Keine Sorge, Chat. Okay, wir benutzen mal kurz hier WLANs Thumbnail. So. Ah, das ist schon cool. Das ist schon ein cooles Thumbnail, Bro. Hilft dir das für GTA? Hab das für dich gemacht. Dave sagt, das zweite funktioniert besser. Ja, ich denke ehrlich gesagt auch, dass das zweite... Also mein Feeling sagt auch, dass das zweite besser funktioniert. Vielleicht ein Mix aus dem zweiten und dem ersten. Also das ist noch nicht so farblich gemacht, aber wir haben noch das hier. Warte. Das Ding ist, was man nicht vergessen darf, hier ist es sehr groß. Aber man sieht mein Face nicht instant, you know? Bro, ich könnte stundenlang über dieses Thumbnail-Ding abnerden. Ich weiß, juckt die meisten von euch wahrscheinlich null, aber ich finde das so interessant. Okay, das ist jetzt hier mit so einem Rahmen, weil... Aslak das nicht richtig geschickt hat, aber juckt. Das glaube ich trotzdem, kann man sich das ganz gut vorstellen. Ich meine, man
da würde man direkt hingucken, wenn man mein Gesicht sieht, right? Ich habe das Gefühl, dass... Ja, aber wie wird man auf Twitch vorgeschlagen? Das linke ist cooler, das zweite, also das rechte sieht man halt schneller. Das ist eigentlich das, worauf es ankommt, you know? Es geht nicht um das beste Kunstwerk, das darf man halt nicht vergessen. Zwei sieht aus, als würde zu reacten, ja, finde ich auch. Vielleicht das zweite, aber der Hintergrund anders. Sepp, kennst du schon den neuen Banger oder so? Twitch? Eins ist mehr catchy, Real Talk ist es nicht, glaube ich nicht. Aber ich keine Ahnung, wir probieren meistens eh mehrere. Ey, Männer, könnt ihr noch eins machen, was sozusagen so ist mit meiner Facecam wie hier, aber vielleicht einen anderen Hintergrund? Vielleicht ich so mit meinem Charakter mit einem Auto oder so? Okay, wir haben noch das, watch this, warte. Frag die WhatsApp-Gruppe. Ja, das ist aber schwer, das einfach so ohne Kontext einfach die Leute zu fragen. Weil nur weil ihr gerade denkt, dass eines besser ist, heißt es nicht, dass ihr das eher anklicken würdet. Trust me, Chat. Okay, dann haben wir quasi noch das hier. Das ist dasselbe wie dieses ganz rechte, aber... Kennst du das schon? Mit einem anderen, mit einem mehr so ingame-mäßigen Ding. Ich glaube, Real Talk, das linke ist das Beste. Toni fragt ständig in ihrer WhatsApp-Gruppe, welches Thumbnail sie nehmen soll. Ja, aber ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist. Mr. Beast meinte, Mund geschlossen ist besser. Ja, ich glaube, Real Talk, ich habe das Gefühl, dass man muss das auch differenzieren. Meine Oma würde besser wissen, was Leute sehen wollen. Als WhatsApp? Zuschauer wissen, warte, was hat Dave geschrieben? Zuschauer wissen Real Talk am wenigsten, was sie wollen. Bro. Dave, welches von denen würdest du nehmen? Links, rechts, Mitte. Oder ganz, oder links oder rechts, aber mit anderem Hintergrund. Ich habe das Gefühl, links ist der Play, um ehrlich zu sein. Schau dir mal das an. Ich glaube, Wieland hat sich beim Thumbnail vergriffen, Idiot. Rechts? Okay, crazy. Okay, Männer, also Chat meint entweder das, wo mein Kopf drauf editiert ist. Und Dave meint das hier. It's a tricky one. Ich glaube... Am Ende des Tages ist das das typical GTA-Bild. Ja, ist es? Ist das was, wo ihr, okay, das wäre nämlich wichtig. Genau, das wäre nämlich wichtig. Ist das was ihr seht und ihr denkt instant an GTA, wenn jetzt mein Gesicht nicht drauf wäre und das GTA-Logo nicht drauf wäre? Ja, oder? Real Talk? Und bei dem hier denkt man so, okay, das könnte auch Fortnite sein oder so. Jetzt mal Real Talk, also wenn das GTA-Logo da nicht wäre. Das stimmt schon. Das linke doch auch. Das zwei gibt mir super Loot und GTA. Ich glaube, das rechte doch mehr. Das rechte noch mehr, I guess. Mitte kann PUBG sein. Ja, Reader, genau. Wir könnten auch das linke machen mit so einem Background wie hier, aber I don't know. Ich finde das linke vom Framing irgendwie cooler, aber an sich juckt. Okay. Wilbo, lass das rechte nehmen, aber du kannst ja auch mal ein bisschen durchprobieren, wie wir es immer machen. Digga, das ist echt crazy manchmal, ne? Das ist echt crazy manchmal. Manchmal, also wir tauschen manchmal so zwei Thumbnails hin und her, ne? Zum Beispiel hatten wir, könnt ihr dich daran erinnern, wir hatten so ein Thumbnail bei dem Elden Ring Ding, das ist, glaube ich, das stärkste Beispiel. Wir hatten dieses Thumbnail hier, dieses Discord-like-mäßige. Und das ist für dieses Video mega abgegangen. Real Talk, ich hätte mir auch vorstellen können, dass dieses Elden Ring mit Hanno auf YouTube vielleicht so 180.000 oder so bekommt, alright? Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich weiß nicht, Wilbo, hast du gerade dieses andere? Wir hatten so ein anderes. Hast du diese Thumbnails? Ja, aber sie funktionieren, you know? Und am Ende des Tages... Um fair zu sein, Julian, du bist halt einer von den Leuten, die eh bei jedem Stream dabei ist. Also zwei Optionen. Entweder du hast es im Stream schon gesehen und guckst das YouTube-Video nicht, oder du guckst das YouTube-Video eh, weil du ein Papaplatte Ultra bist. Das heißt, deine Meinung ist basically real to Wayne, you know? Jeff, nein, im Gegenteil. Das ist ja umso geiler. Ich meine, Zuschauer, denen das Thumbnail egal ist, sind ja die besten, Digga. What the fuck? Das hatten wir vorher, weil wir sollte so ein bisschen orientiert sein an so... Wenn mir dasselbe Video mit anderem Thumbnail unterkommt, diesen, was, Point Crow, Bro? Ich glaube, ich mein Point Crow. Heißt doch Small End, glaube ich. Also nicht Pokémon, das ist Minecraft. Hier, das. Aber das ist zehnmal geiler umgesetzt. Das finde ich zehnmal geiler. Das hat Basti irgendwann auch so slightly, weil ich habe Basti das mal irgendwann geschickt. Ich habe ja irgendwann mit Basti so im Teamspeak gegangen oder im Discord. Und dann meinte ich, dass ich das ziemlich cool finde. Und er meinte so, I don't know. Und dann hat Basti irgendwann das auch mal ausprobiert. Und er meinte, das ist einer seiner erfolgreichsten Videos gewesen oder so. Das war so ein Special-Ding. Hier, das hier. Das hat 1,6 Mio bekommen. Stimmt, der Wasted-Schriftzug wäre auch iconic. Ja, check ich. No joke, Wasted ist krank iconic. Und Sterne auch. Du, sagen, du könntest auch dich mit Controller in der Mitte und Game-Overlay drüber machen. Mit dir hatte, das ist nicht so mein Style, glaube ich. Also das mag ich nicht so. Aber. Wilbo, ich vertraue dir. Du machst da was. Aber ich glaube, das hier ist schon ziemlich solid. Wenn mir dasselbe Video mit anderen Thumbnail unterkommt, wird erstmal Don't Recommend angeklickt. Okay. Ja, juckt. Aber es ist wichtig, die auszuprobieren. You know? Man kann nicht immer wissen, was funktioniert. Es ist ein bisschen Trial and Error. Junge, das in der Mitte impliziert am meisten, dass du das Spiel wirklich spielst und nicht reactest. Mein Bruder, aber keiner denkt auf einem Powerplatte-Gaming-Channel, dass ich auf ein Spiel reacte. Was ist das? Also, das ist auch crazy zu sagen, ich reacte auf GTA. Hä? Ja, machen wir so, oder? Machen wir so zusammengeschränkt, Digga. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Ich glaube, das nehmen wir.
Das wird seinen Job tun, glaube ich. Das zweite gibt mir so Paluten-GTA-Online-Vibes. Ich meine, das klingt gut. Schau dir das hier mal an. Ich glaube, Wieland hat sich beim Thumbnail vergriffen. Mann, Bruder.